Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Grid Autosport. Und ich habe, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, ist ja dieses Wochenende der große Preis vom Hockenheimring. Und ich schaue hier auch nebenbei mit, also ich bin ein bisschen abgelenkt. Und der gute Hamilton hat sich ja da schon recht weit nach vorne gekämpft, wie ich sehe, schon auf 13 nach 7 Runden, also der wird, glaube ich, noch weit nach vorne. Und Sutil im Sauber ist auf 11. Aber der gute Daniel Ricciardo überholt ihn jetzt gerade mit DRS. Also man merkt immer noch, dass der Sauber unterlegen ist. Und auch der gute Hamilton will jetzt da noch reindrücken. Macht das auch. Und berührt ihn. Ah, scheiße. Also jetzt neuer Stand. Ricciardo 11. Hamilton 12 und Sutil auf 13. Aber der verliert auch. Also er ist ja viel langsamer. Ja, und das Rennen geht ja noch nicht los. Ja, obwohl der gute Ricciardo hatte DRS. Aber dennoch ist es eigentlich traurig, wie schlecht Sauber dieses Jahr ist. Aber ich muss mich jetzt konzentrieren hier. Und schauen, dass ich ein gutes Rennen fahre. Ein Sieg hat schon lange wieder gefehlt. Ja, und hinter Sutil ist, glaube ich, direkt der nächste Sauber-Pilot, also Esteban Gutierrez. Und Rosberg fährt eine schnellste Runde nach dem anderen. Krass. So, wir sind hier vorne. Jetzt nicht mehr. Aber der hat auch ein, getuntes Auto, weil er hat recht viel gepimpt. Also das Auto sieht nicht nach Originallackierung aus, deshalb denke ich, dass das ein gekauftes Auto ist. Bottas ist immer noch auf 2 übrigens in der Formel 1, also die Williams auch diese Saison ganz stark. Ich schaue ja nicht mehr so viel Formel 1. Weil ich es nicht mehr so lustig oder nicht mehr so attraktiv wie früher finde. Weil halt einfach die mit dem meisten Geld gewinnen. So, hier Rosberg ganz alleine vorne. Vor Bottas, Vettel und, glaube ich, Alonso. Ja, und da kommt da Perez auf 8. Okay. Ja, es hat sich anscheinend viel getan dieser Startphase. Ich habe recht viel verpasst, also ich habe erst 7. Runde eingeschaltet. Also seitdem ich eigentlich aufgenommen habe, jetzt diese Folge hier. Ja, abkürzen! Mal schauen, wie weit der Hamilton am Schluss noch nach vorne kommt. Also ich denke, der wird Top 5, Platz 6 oder so, wird er schon noch kommen. Das Auto ist einfach gut. Wow. Wow, da wurde Kwiat weggerammt von Perez, war das? Ja, jetzt ist die Frage, ist Kwiat in Perez reingefahren oder hat Perez das absichtlich gemacht? Da werden die Stewards sicherlich nochmal... Wir sehen es jetzt zweimal, ich sehe es jetzt... Ja... Also ich sag's jetzt mal so, der gute Kwiat hat Perez einfach die Tür zugemacht und er kann sich ja nicht in Luft auflösen. Oh, das ist verbremst. Ups! Ist halt, wenn man abgelenkt ist, ne? Ja, mal schauen, ob das noch eine Strafe gibt für den guten Checo. Ah. Aber eben, wie gesagt, ich denke, es gibt keine, weil Kwiat hat einfach ihm, so gesagt, den Weg abgeschnitten und er kann sich ja nicht in Luft auflösen. Und Hamilton ist jetzt schon auf 10 nach 10 Runden. Ich fahre hier, glaube ich, ein bisschen Müll zusammen.
Aber ich glaube, der zweite Platz ist safe. Wow. Icon also auf 9. Wow. Wow, was war das denn? Jetzt muss ich doch noch mal bangen um den zweiten Platz. Jetzt muss ich mich noch mal konzentrieren. So, ja, das sieht gut aus. Okay, doch noch gesichert. Das Auto sieht wahrscheinlich auch schrecklich aus. Ja, keine Türen, kein Flügel, nichts mehr. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen auch auf die Kosten gehen. Egal. Okay. Ich schaue jetzt wieder ein bisschen Formel 1 da hier drüben. Also Massa ist schon draußen. Okay, das habe ich verpasst. Bottas, Vettel, Alonso, Vierter. Hülkenberg, Fünfter. Gut, gut, dass Hülkenberg Fünfter ist. Also ich bin ein riesen Fan von Hülkenberg. Also Hülkenberg auf 5. Dann... Warte mal, die Leiste geht nicht weiter. So, auf 6 ist Button, Perez, Raikkonen, Hamilton jetzt vorbei. Nee. Ricciardo noch auf 9. Dann Hamilton auf 10 und wären 11 da. Okay. Also das ist da. Das sind echt heiße Kämpfe. Und jetzt Ricciardo vorbei an Alonso. Ja, ist peinlich. Ferrari ist gar nicht gut in dieser Saison. Okay. Magnussen nur auf 16. Warum das denn? Okay, Horst ändert Einstellungen, der soll das mal machen. Dann kann ich hier noch ein bisschen schauen. Ich muss ja noch ein zweites Rennen aufnehmen. So, Hamilton wird jetzt ein bisschen aufgehalten von Raikkonen. Ja. Okay, da soll man ein bisschen vorwärts machen hier. So, jetzt konnte sich Raikkonen ein bisschen absetzen. Aber der Ricciardo fährt ein hohes Tempo, also der Perez auf 7 kann da auch nichts machen. Ja, es ist eigentlich scheiße, wenn ich hier erzähle und ihr hört, ihr kriegt das so nicht mit, ne? Ja, egal. So, komm, das soll mal ein bisschen vorwärts machen hier mit den Einstellungen. Sonst werde ich auch noch verlassen. Ich meine, er soll auch die Klasse ändern. Also nicht mehr Kategorie A oder so. Meine Kategorie C wäre noch gut. Da könnte ich mal mit meinem BMW. Ah, da fährt er mal mit. Da komme ich neben den Subaru. Einfach weil er es kann mit dem Beschleunigen. Ah, nee. Warte mal. So. Bereit melden. So, an der Box ist Alonso. Alonso nach 13 Runden. Okay. Na, kommt auf 10 wieder raus. Also hinter dieser Gruppe. Zutil jetzt auf 11. Das ist gut. Also jetzt ist er doch noch mal ein bisschen zurückgefallen. Auf 12, glaube ich. Ja, da hinten kommt er. Der wird natürlich an denen allen versuchen, wieder vorbeizugehen. Raikkonen hat jetzt auch wieder sein Speed gefunden. Aber Hamilton... Oh, da. So, Hamilton... Also Hamilton, das ist ein Riesenarsch. Jetzt reißt er den allen mal noch die Stoßstangen ab und so, ne? Hat jetzt 2 überholt in einer Kurve. Nicht fair, nicht fair. Aber, ja, muss man halt selber wissen, ne? So, aber jetzt geht's hier los. Ich muss hier ein bisschen konzentriert sein. Oh, die Beschleunigung ist schon geil. Ich meine, das Rennen ist ja auch nicht lange. Boah. Also der Mammut, der klebt mir da ja schon am Arsch, ne? Boah. Bande mitgenommen, macht nichts.
Das ist eigentlich, ist glaube ich das erste Mal, dass ich Tuna fahre, oder? Das, also im Let's Play, ich weiß es nicht mal. So, und jetzt hier, Boxen-Chaos hier. Relativ viele Autos an der Box jetzt. Also, muss sagen, ist mal ein spannendes Rennen gegenüber anderen. Und Hamilton jetzt auch schon auf 6, also... Respekt. Boah. Da komme ich aber weit nach außen hier. Ja, wie gesagt, Massa schon draußen. Sehr schade. Und eben, wie gesagt, ich habe natürlich den Start nicht gesehen. Ich kann nicht sagen, wieso. So. Aber ich glaube, das werden wir jetzt nach Hause fahren. Wenn es da keine weiteren Probleme mehr gibt. Aber das scheint recht safe auszuschauen. So. Ist auch mal ganz gechillt hier. Boah. Okay. Das war nochmal gut. Und das ist der Sieg. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Der Kollege wird nur Zweiter. Und der zweite Teil von dieser Dingens wird gleich kommen. Für euch natürlich morgen. Ja, Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Da gibt's nochmal, wow, richtig Cash. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.